Herzlich willkommen zum Tutorial zur Datenbank Journal Citation Reports, die Teil des Web of Science ist. Sie können auf Web of Science über die Campus-Lizenz zugreifen. Geben Sie hierfür in Primo Web of Science ein. Klicken Sie auf Suchen, dann auf Online verfügbar und klicken Sie auf den Link in der Ergebnisliste. Über das DBIS-Portal kommen Sie auf die Datenbank Web of Science. Sie können die Datenbank Journal Citation Report per Mausklick ansteuern. In dieser Datenbank können Sie Zeitschriftenrankings recherchieren, die auf Zitationsanalysen basieren. Journal Citation Reports ist die bekannteste und am meisten genutzte Quelle für derartige Metriken. Folgende Fragen lassen sich hier beantworten. Welche Zeitschrift hat den höchsten Impact Factor? Welchen Impact Factor hat die Zeitschrift Modern Language Journal? Welche Zeitschrift aus dem Fach Linguistik hat den höchsten Impact Factor? Und vergleiche verschiedene Zeitschriftentitel. Wählen Sie Browse by Journal in der Startansicht. Unsere erste Frage lautet, welche Zeitschrift hat den höchsten Impact Factor? Sie sehen eine Liste der im Science Citation Index und Social Science Citation Index enthaltenen Zeitschriften, sortiert nach ihrem Journal Impact Factor. Den mit großem Abstand höchsten Journal Impact Factor, kurz JIF, hat die Zeitschrift CA, A Cancer Journal for Clinicians. Unter den 20 Zeitschriften mit dem höchsten Journal Impact Factor finden Sie ausschließlich naturwissenschaftliche und medizinische Zeitschriften. Sehen wir uns an, wie der extrem hohe JIF, den CAA Cancer Journal for Clinicians, zustande kam. Hierfür klicken Sie bitte auf den Zeitschriftentitel. Sie sehen zuerst die bibliografischen Angaben der Zeitschrift und wenn Sie etwas runterscrollen, die Berechnung des Journal Impact Factors. Der hohe Wert kommt dadurch zustande, dass wenige Artikel extrem häufig zitiert wurden. Wenn Sie sich die Titel der besonders häufig zitierten Artikel ansehen, fällt auf, dass es sich ausnahmslos um Statistiken zur Krebsforschung handelt, auf die sich offensichtlich viele Autoren in ihren Publikationen beziehen. Unsere nächste Frage lautet, welchen Impact Factor hat die Zeitschrift Modern Language Journal? Kehren wir dafür zur Ausgangsseite zurück. Hier wählen Sie Select Journals aus. Und geben Sie Modern Language Journal ein. Ist die Zeitschrift im Journal Citation Report enthalten, wird Ihnen der Titel zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie die Zeitschrift aus und klicken Sie unten auf Submit. Das Modern Language Journal hat den Journal Impact Factor 3,762. Klicken Sie auf den Titel, um die ausführlichen Zahlen zu sehen. Sie sehen die Informationen zur Zeitschrift in der schon bekannten Struktur. Die Zeitschrift wird zwei Journal Citation Report Sachgruppen zugeordnet, die beide aus dem SSCI, also dem Bereich Sozialwissenschaften, kommen und nicht, wie der Titel vermuten lässt, aus dem Bereich AHCI ist gleich Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften. Achtung! Zeitschriften, die im Arts and Humanities Citation Index erfasst sind, werden im Journal Citation Report nicht statistisch ausgewertet. Es folgen die schon bekannten Zahlen und Grafiken. In der Auswahl Rank sehen wir, wenn wir weiter zurückliegende Jahre betrachten, dass die Zeitschrift in andere Sachgruppen eingeordnet war. In der Auswahl Rank wird uns der Rang der Zeitschrift in beiden Sachgruppen nach Journal Impact Factor und daneben nach Quartile angezeigt. Wir sehen auch, welche weiteren Zeitschriften in der Sachgruppe Linguistik häufig zitiert werden und so zu den renommierten Zeitschriften des Fachgebiets gehören. Wir sehen, wenn wir weiter zurückliegende Jahre betrachten, dass die Zeitschrift in andere Sachgruppen eingeordnet war. Wir sehen auch, dass die Zeitschrift im Rang steigt, also zunehmend mehr Aufmerksamkeit erhält und so für Autoren und für Leser attraktiver wird. Sehen wir uns an, welche weiteren Zeitschriften in der Sachgruppe Linguistik häufig zitiert werden und so zu den renommierten Zeitschriften des Fachgebiets gehören. Klicken Sie vorher bitte auf Clear. Welche Zeitschrift aus dem Fach Linguistik hat den höchsten Impact Factor?
Wählen Sie Select Categories und klicken Sie dort auf Linguistik. Nachdem Sie ausgewählt haben, klicken Sie bitte auf Submit. Sie erhalten eine Liste aller Zeitschriften, die das Web of Science dem Fach Linguistik zuordnet, sortiert nach Impact Factor. Die Zeitschrift Theoretical Linguistics hat mit 4.500 den höchsten Impact Factor des Fachgebiets. Er liegt erheblich niedriger als bei den hochrangigen medizinischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften. Achtung! Vergleiche von Zeitschriften nach dem Journals Impact Factor sind nur aussagekräftig, wenn sie innerhalb eines Fachgebiets stattfinden, da sich Publikations- und Zitierkulturen der Disziplinen stark unterscheiden. Bevor wir zur nächsten Frage gehen, klicken Sie bitte auf Clear. Vergleiche Cell, Cell Research, Molecular Cell und Biology of the Cell und Cell News. Wählen Sie die Funktion Compare Journal und suchen Sie diese Titel. Sie möchten mehrere Zeitschriften miteinander vergleichen. Wählen Sie Trends bei Select Comparison. Klicken Sie dann auf Funktion Select Journals und suchen Sie die Titel. Und Sie stellen fest, dass die Zeitschrift Cell News nicht im Web of Science enthalten ist. Klicken Sie auf Submit, um die vier enthaltenen Zeitschriften zu vergleichen. Wählen Sie als Vergleichszeitraum das Jahr 2018 aus. Klicken Sie auf Submit und Sie sehen in der Ergebnisliste die Zeitschriften sortiert nach Ihrem Journals Impact Factor. Bei Bedarf können Sie sich die Details durch Anklicken auf den Zeitschriftentitel ansehen. Wenn Sie alle angezeigten Titel auswählen und Compare Selected Journals anklicken, können Sie den Zeitschriftenvergleich nach unterschiedlichen Kriterien durchführen und als Grafik anzeigen lassen. Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, Zeitschriften, die viel Aufmerksamkeit finden und hoch bewertet werden, zu recherchieren. Diese sind zum Publizieren attraktiv und gelten als seriöse Quellen. Vielen Dank für Ihr Interesse.